Vor der Küste Japans liegt ein versunkener Komplex, der vielleicht von Menschen geschaffen wurde, die vor 10.000 Jahren lebten. Wir stehen vielleicht kurz davor, ein fehlendes Kapitel in der Geschichte der Menschheit zu entziffern. Aber wurde er wirklich von Menschenhand geschaffen oder doch von geologischer Aktivität? Nur weil es an Kultur erinnert, muss keine Kultur dahinter stehen. Die Gewässer rund um die Yonaguni-Insel, südwestlich vor der Küste Japans gelegen, sind ein anspruchsvolles Tauchgebiet. Doch für die, die es hierher geschafft haben, hält das türkisblaue Wasser des ostchinesischen Meeres ein Füllhorn an Naturwundern bereit. Nur ganz wenige Menschen außerhalb der kleinen japanischen Tauchergemeinde haben dieses Revier je zu Gesicht bekommen. 1987 versucht der japanische Tauchlehrer Kiyohiro Aratake, Meertaucher für Yonaguni zu begeistern. Die Natur fasziniert mich. Die ganze Unterwasserwelt, die Fische und Pflanzen verändern sich hier beinahe täglich. Deshalb haben wir uns hier nach Tauchspots umgesehen, um mehr Touristen anzulocken. Kiyohiro Aratake sucht nach Brutstätten des Hammerhais, der in diesem Gebiet lebt. Tauchern die Möglichkeit zu bieten, diese außergewöhnlichen Tiere aus nächster Nähe sehen zu können, soll ihm zu Reichtum verhelfen. Doch was Aratake stattdessen entdeckt, ist noch außergewöhnlicher und spektakulärer als alles, was er sich je hat vorstellen können. Beim ersten Anblick habe ich eine Gänsehaut bekommen. Es war unheimlich. Wie konnte es so etwas unter Wasser geben? Auf Aratake wirken die Megalithstrukturen wie Reste einer altertümlichen Kultstätte. Mich hat das gleich beim ersten Mal an Ruinen erinnert. Also habe ich es auch so genannt. Iseki Point, Ruinenstelle. Iseki Point liegt in 25 Meter Tiefe, etwa 800 Meter vor der Küste von Yonaguni. Yonaguni ist ein kleines Inselschmuckstück, das zur Kette der Ryukyu-Inseln gehört. Es ist das westlichst gelegene Landstück Japans, keine 160 Kilometer von Taiwan entfernt. Die weniger als 10 Kilometer lange und gut 3 Kilometer breite Insel hat man in kaum 40 Minuten umfahren. Doch was der Insel an Größe fehlt, so glaubt Aratake, wird durch die historische Bedeutung seiner Entdeckung wettgemacht. Es hat mich sofort an die Pyramiden erinnert und ich dachte, ich sei im alten Ägypten. Es ist schon komisch, dass sich ein so großes Monument neben einer so kleinen Insel befindet. Masaki Kimura ist Professor für Physik an der Universität in Okinawa. Als erster Wissenschaftler untersucht und vermisst er 1992 das versunkene Monument. Mit mehr als 150 Metern ist die Hauptanlage fast zwei Fußballfelder lang und höher als ein achtstöckiges Gebäude. Für Kimura und sein Team ist das mehr als eine Ansammlung von Steinen. Unsere Untersuchungen beweisen, dass das Monument nicht natürlich entstanden ist, sondern von Menschen geschaffen wurde. Doch Kimuras Untersuchungen, die er in Japanisch veröffentlicht, vermögen die Aufmerksamkeit seiner westlichen Kollegen nicht zu erregen. Fotos zirkulieren im World Wide Web, wo sie von Tauchern aus dem Westen entdeckt werden. Mit die ersten vor Ort sind das Ehepaar Gary und Cecilia Hagland, Unterwasserexperten, die mehr als 9000 Tauchgänge in aller Welt vorweisen können. Als wir dort zum ersten Mal getaucht sind, kam ich mir vor, als ob ich in einem Science-Fiction-Film gelandet wäre, als würde ich über eine Stadt fliegen, eine gewaltige Stadt. Und als ich zurück auf dem Boot war, konnte ich es überhaupt nicht beschreiben. Iseki Point ist so etwas wie ein magischer Tauchspot. Manchmal sind die Bedingungen so schwierig, dass man ums Überleben kämpfen muss. Aber dann, wenn sich die See ein bisschen beruhigt, dann hält man inne und dann schaut man sich dieses Monument an.
und fragt sich, wie oder durch wen es entstanden ist. Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Menschen es geschaffen haben. Es ist völlig ausgeschlossen, dass es einfach nur so da ist. Der Bostoner Geologe Dr. Robert Schoch wird auf ihre Fotos aufmerksam. Er hat sich mit der Datierung der Entstehungszeit des Sphinx in Ägypten einen Namen gemacht. Ich werde oft mit, wie soll ich sagen, Gerüchten behelligt von Leuten, die wunderliche Dinge entdeckt haben wollen, die sich dann als Banalitäten herausstellen. Als so etwas habe ich es auch erst abgetan, als ich davon hörte. Dann habe ich die Bilder gesehen und die sahen wirklich faszinierend aus. Auch Graham Hancock, ein ehemaliger Korrespondent des Economist und Autor zahlreicher Bücher über die ältesten Bauwerke der Menschheit, wird durch die Fotos auf das Monument aufmerksam. Umgehend absolviert er einen Tauchkurs, um es sich mit eigenen Augen ansehen zu können. Beim ersten Anblick, als ich diesen Komplex unter Wasser zum ersten Mal gesehen habe, bin ich fast vor Ehrfurcht erstarrt. Diese sehr geraden, beinahe rechtwinkligen, scharfen Kanten zu sehen, dieser Eindruck eines Entwurfs und der Organisation wie bei einem Bauwerk, unter Wasser, all das hat bei mir ein tiefes Gefühl von Erregung und Erstaunen ausgelöst. Das Einzige, was dem nahe kommt, ist das Gefühl, wenn ich eine große Kathedrale oder eine der großen Pyramiden Ägyptens betrete. Seit 1997 hat Hancock mehr als 150 Tauchgänge vor Yonaguni absolviert und mehr als nur ein steinernes Monument entdeckt. Über mehr als 5 Kilometer verteilen sich dort unten verschiedene genau unterscheidbare Einheiten mit erstaunlichen und auffälligen Merkmalen, die nicht das Werk natürlicher Kräfte sein können. Und da sie alle versunken sind, müssen sie zu der ungefähr gleichen Zeit entstanden sein. Ich glaube wirklich, dass es sich um eine gewaltige religiöse Kultstätte handelt. Die Tatsache, dass das Yonaguni-Monument versunken ist, stellt eine gewaltige Herausforderung an die Wissenschaft dar. Denn wenn es sich wirklich um ein Werk von Menschen handelt, dann muss es entstanden sein, als es noch über dem Meeresspiegel lag. Nach Kimuras Untersuchungen kann das nur während der letzten Eiszeit der Fall gewesen sein, als große Teile des Meerwassers in den Eisfeldern der nördlichen Hemisphäre gebunden waren und die Meeresspiegel deutlich niedriger lagen. Demnach muss das Yonaguni-Monument um etwa 8000 vor Christus entstanden sein, 5000 Jahre vor den ägyptischen Pyramiden. Das Monument muss 10.000 Jahre oder noch älter sein, womit es das älteste Bauwerk der Welt wäre. Doch diese Datierung ist unvereinbar mit der unter Archäologen allgemein akzeptierten Zeitrechnung. Von Menschen geschaffene Bauwerke dieser Größe setzen einen Grad der Organisation und Planung in einer Gesellschaft voraus, der nach dem Verständnis der Historiker vor 10.000 Jahren nicht existiert haben kann. Der Beweis, dass diese Bauwerke wirklich von Menschen geschaffen wurden und dass sie 10.000 Jahre alt sind, zieht also zwangsläufig eine Revision der Altertumsgeschichte nach sich. Es gilt als allgemein anerkannt, dass es auf den südwestlichen Inseln keine alten Kulturen gab. Eine 10.000 Jahre alte Kultur wäre eine große Überraschung. Es wäre unglaublich. Nach Ansicht der Experten lebten 8000 vor Christus nur Jäger und Sammler, nomadische, unorganisierte Gruppen, die einfachste Steinwerkzeuge benutzten. Gewiss keine Gesellschaften, die ein Monument wie das vor Yonaguni hätten erschaffen können. Nach allgemeiner Lehrmeinung entstanden die ersten Gesellschaften, die ersten Hochkulturen der Menschheit, etwa um 3000 vor Christus in Mesopotamien und Ägypten. John Anthony West hat zahlreiche Bücher über die Bauwerke der frühen Menschheitsgeschichte geschrieben. Wie Hancock glaubt er daran, dass es hinreichende Beweise für hochentwickelte Gesellschaften in der Eiszeit gibt. Gesellschaften, wie sie seit Jahrtausenden in Mythen und Legenden vieler Kulturen beschrieben werden.
Man darf nicht vergessen, dass es viele altertümliche Geschichten über vergangene Kulturen gibt, die durch eine gewaltige Flut ausgelöscht wurden. Doch vor der Entdeckung des Yonaguni-Monuments gab es keine handfesten Hinweise auf den Ursprung solcher Legenden. Es gibt so gut wie keine Hinweise auf megalithische Bauwerke, selbst in der Zeit um 3000 vor Christus. Und wenn diese auf, sagen wir, 6 bis 8000 vor Christus zurückgehen, wäre das umso erstaunlicher. Mysteriöse Tempel und Schreine in aller Welt, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit Japans geheimnisvollen Pyramiden aufweisen. Ich denke, dass es eine überwältigende Fülle an Beweisen dafür gibt, dass Menschen schon viel früher, als wir glauben, in dauerndem Kontakt zueinander standen. Nachdem ich viele Jahre in Yonaguni verbracht habe, bin ich mehr und mehr davon überzeugt, dass es sich um das Werk von Menschen handeln muss. Die eigentliche Frage, vor der wir stehen, ist nicht, ob es von Menschen gemacht wurde, sondern wann, von wem und zu welchem Zweck. Nach Ansicht von Professor Masaki Kimura muss das Yonaguni-Monument spätestens 8000 vor Christus entstanden sein, als dieser Teil von Japan noch über dem Meeresspiegel lag. Wenn das stimmt und wenn es von Menschen erbaut wurde, wer waren dann diese Menschen? Eine Antwort findet sich in den Legenden. Um 360 vor Christus bringt der griechische Philosoph Platon als erster eine Geschichte zu Papier, die bis dahin nur als mündliche Erzählung existierte. Es ist die Legende von Atlantis, einer technologisch hochentwickelten Zivilisation, die um 10.000 vor Christus ihre Blütezeit erlebte. Doch diese Erzählung ist nicht nur Platon vertraut. Ähnliche Legenden gibt es auf jedem Kontinent. Gerade in Asien und dem südpazifischen Raum kennt man zahlreiche überlieferte Texte mit auffälligen Ähnlichkeiten. Es sind diese ähnlichen Vorstellungen über eine längst vergangene Zeit, die manche in Erwägung ziehen lassen, Zivilisationen wie die in Atlantis beschriebene könnten nicht nur in Geschichten, sondern auch in der Geschichte existiert haben. Für mich ist es durchaus vorstellbar, dass es einige sehr alte, entwickelte Kulturen gegeben hat, über die wir bislang noch nichts wissen. Und die untergegangen sind, bevor um 3500 vor Christus die ersten uns bekannten Hochkulturen entstanden. In alten Schriften aus China wird ein Ort namens Pengjia beschrieben. Eine Insel im Osten, die von Menschen bewohnt wird, die fliegen können und einen Zaubertrank haben, der ihnen ewiges Leben verleiht. Die Bewohner der Osterinseln glauben, dass sie von einem Königreich von Göttern abstammen, die Hiva heißen. Im ältesten der heiligen Gesänge der Hawaiianer wird von der Ankunft einer magischen Rasse erzählt, die im Westen auf einer Insel namens Mu lebt. Yonaguni könnte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass es Mu tatsächlich gegeben hat. Yonaguni könnte vielleicht damit übereinstimmen. Ich glaube tatsächlich, dass man wenigstens in Erwägung ziehen sollte, dass es dort so etwas wie, nennen wir es ruhig, eine Protokultur oder Protozivilisation gegeben hat, von der wir alle abstammen. Ob sie nun Mu, Pengjia oder Atlantis heißen, eines ist all diesen mythologischen Orten gemeinsam. Die großen alten Kulturen, die dort existierten, wurden durch eine katastrophale Flut zerstört. Es gibt auf der ganzen Welt über 600 Legenden über Fluten. Diese Erzählungen von Fluten und Katastrophen sollte man einfach, weil sie so verbreitet sind, auf jeden Fall ernst nehmen und genau anschauen. Und einmal mehr stimmen die Verhältnisse vor Yonaguni mit der Legende überein. Wenn das Monument während der Eiszeit entstand, dann ist es denkbar, dass es am Ende der Eiszeit zerstört wurde. Mehr als 100.000 Jahre lang war das Eis stabil. Dann, vor etwa 17.000 Jahren, begann es plötzlich abzuschmelzen. Obwohl dieser Prozess etwa 8.000 Jahre dauerte, gab es drei gewaltige Fluten in dieser Zeit. Völker, die an den Küsten lebten, hatten keine Chance. Es hat ein Ereignis gegeben, bei dem der Meeresspiegel in geologischen Dimensionen gesprochen, gewissermaßen über Nacht, um fast 30 Meter anstieg. Glaubt man den Legenden, dann hat es nach solch gewaltigen Überschwemmungen ganzer Inselvölker Überlebende gegeben. Es sind diese Menschen, die getrieben vom Gezeitenwandel ihre Geschichten und die ihrer Kulturen in der ganzen Welt verbreiten.
Man kann also sagen, dass sowohl physikalische Erkenntnisse als auch die Inhalte der Legenden und Mythologien auf ein gemeinsames und geteiltes Wissen verweisen. Dass es auf der ganzen Welt Pyramiden gibt und mathematische und zahlensymbolische Systeme, ist ein deutlicher Hinweis auf eine vergangene Urzivilisation. Für Forscher wie John Anthony West ist es kein Zufall, dass die nächsten großen Kulturen, die mehr als 7000 Jahre später entstehen, ähnliche Monumente errichten. Obwohl zum Beispiel die Pyramiden von Ägypten und Angkor Wat in Kambodscha tausende Meilen voneinander entfernt liegen. Und viele dieser Bauwerke haben eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Yonaguni-Monument. Auf Okinawa steht das Nakagazuku Castle, eine Kultstätte aus dem 1. Jahrtausend vor Christus. Auf der Insel Punape in Mikronesien gibt es ein ausgedehntes Areal von alten, aber undatierten Ruinen namens Nan Modal. Vielleicht am erstaunlichsten ist der Sonnentempel bei Trujillo in Peru. Ein Bauwerk aus der Zeit vor der Inka-Kultur, das einen ganzen Ozean von Yonaguni entfernt liegt. Es muss so etwas wie einen Wissenstransfer über Generationen hinweg gegeben haben, womit meiner Meinung nach einiges über den Grad der Entwicklung in einer Gesellschaft gesagt ist, in der dieser Wissenstransfer möglich ist. Neben den architektonischen Ähnlichkeiten ist auch die Funktion der Gebäude häufig gleich. Es ist einfach so, dass viele dieser uralten Megalithbauwerke, ob es nun Stonehenge in England ist oder die großen Megalithtempel auf Malta, nicht nur aus gewaltigen Steinen bestehen, die Menschen bearbeitet haben, sondern dass sie im Verhältnis zur Sonne oder astronomischen Konstellationen ausgerichtet sind. Wieder scheint es Parallelen zum Monument von Yonaguni zu geben. Es ist tatsächlich so, dass die Insel Yonaguni vor 9.000 bis 10.000 Jahren, als das Monument mit größter Wahrscheinlichkeit noch über dem Meeresspiegel lag, genau auf dem Wendekreis des Krebses lag, dem alten Wendekreis des Krebses, und das war ein astronomisch bedeutsamer Ort. Den Menschen, die dieses Monument errichtet haben, diente es vielleicht als Orientierungshilfe, oder es hatte eine astronomische Bedeutung. Neben dem Monument gibt es einen Stein, den wir Sonnenstein nennen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine Sonnenuhr handelt oder ob er eine religiöse Bedeutung hatte, aber die Enden dieses Steins weisen nach Norden und Süden. Ist es also denkbar, dass Yonaguni die Geburtsstätte der Atlantis-Legenden ist, der Sintflutgeschichten und eines gemeinsamen Wissens der Vergangenheit? Oder handelt es sich nur um eine zufällige Ansammlung von Steinen? Die meisten Wissenschaftler sind von Letzterem überzeugt. Archäologen und Historiker sehen sich zu Recht als die Spezialisten für unsere Kultur und Vergangenheit. Sie neigen zu der Ansicht, dass sie alles wissen, was es über die Vergangenheit zu wissen gibt. Deshalb hat die Vorstellung eines unerforschten Kapitels der Menschheitsgeschichte etwas Bedrohliches für sie. Und wenn dann ein wirklich bedeutsamer Hinweis wie das Yonaguni-Monument auftaucht, beschäftigen sich diese Akademiker nicht nach wissenschaftlichen Prinzipien damit, sondern tun es von Anfang an als unbedeutend ab und wollen nichts davon wissen. Es ist aber schon vorgekommen, dass sich Akademiker die Legenden der Vergangenheit zum Forschungsgegenstand gemacht haben und deren Realität unter Beweis stellten. 1870 grub der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann bei Hisarlik in der Türkei Ruinen aus und entdeckte, dass es die mythologische Stadt Troja wirklich gegeben hat. Und 1992 wurde mit Hilfe von Radargeräten der Raumfähre Challenger die mystische Stadt Uba entdeckt, die nach islamischem Glauben von Gott zerstört und von der Wüste verschluckt wurde. Könnte mit geeigneten wissenschaftlichen Methoden auch das Geheimnis um Yonaguni gelüftet werden? Archäologie, so wie sie heute betrieben wird, ist eine sehr beschränkte Wissenschaft, wenn sie ihre Aufmerksamkeit einzig auf das lenkt, was sich über dem Meeresspiegel befindet. Wir müssen auch da forschen, wo Menschen vor den großen Überschwemmungen lebten.
Ich glaube, das Yonaguni-Monument sagt uns auf eine sehr direkte Weise, dass ein großer Teil der Menschheitsgeschichte und zivilisatorischen Entwicklung derzeit noch außerhalb archäologischer Forschung, nämlich unter Wasser liegt. Der Geologe Dr. Robert Schoch bereitet sich auf seinen ersten Tauchgang vor Yonaguni vor und macht eine unerwartete Entdeckung. Es war wunderschön, es war interessant, aber es hatte nichts mit dem zu tun, was ich auf den Fotos gesehen hatte. Yonaguni ist nicht das erste versunkene Monument, das mit untergegangenen Zivilisationen aus alten Legenden und Sagen in Zusammenhang gebracht wird. 1960 wollten Amateurarchäologen diese Steinhaufen im Karibischen Meer der Weltöffentlichkeit als Bimini Road verkaufen, einer Straße, die nach Atlantis führt. Geologen identifizierten sie als abgebrochene Küstenfelsen. Und in den 80er Jahren wollen russische Taucher vor der Küste der Azoren Überreste einer an Atlantis gemahnenden Siedlung entdeckt haben, von denen es aber bis heute keine Aufnahmen gibt. Handelt es sich bei Yonaguni nur um eine weitere Bimini Road oder ist es der endgültige Beweis? 1997 kommt Dr. Robert Schoch nach Yonaguni. Er ist der erste Wissenschaftler aus dem Westen, der das Monument in Augenschein nimmt, wohl auch deshalb, weil er sich innerhalb und außerhalb akademischer Zirkel heimisch fühlt. Ich habe eigentlich eine ganz klassische Ausbildung absolviert. Ich habe einen Doktortitel in Geologie und Geophysik von der Universität in Yale und sehr viel traditionelle akademische Forschung betrieben. Aber so 1989-90 habe ich mich zum ersten Mal mit dem großen Sphinx in Ägypten beschäftigt. Gemeinhin wird er auf 2500 vor Christus datiert. Aber ich kam durch die Untersuchung der Erosion und aufgrund recht detaillierter seismischer Tests zu dem Schluss, dass der älteste Teil mindestens 5000 vor Christus entstanden sein muss. Ich bin also durchaus auch für Dinge offen, die von der gängigen Lehrmeinung abweichen. Ich bin also nicht als dogmatischer Skeptiker nach Yonaguni gekommen, der von vornherein wusste, dass es so etwas nicht geben kann. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass es hier in Japan Reste uralter Bauwerke gab. Doch gleich zu Beginn entdeckt Dr. Schoch etwas, was sich als Vorbote für weitere Erkenntnisse herausstellen wird. Ich bin direkt zur Küste gegangen und man konnte sofort erkennen, wie die Wellen geradezu dramatisch gegen die Felsen schlugen und diese stufenartigen Formen hervorriefen. Bei seinem ersten Tauchgang zum Yonaguni-Monument wird Dr. Schoch von Kiyohiro Aratake begleitet, der es 1987 entdeckte. Mit dabei sind auch die Buchautoren John Anthony West und Graham Hancock. Mit ganz unterschiedlichen Eindrücken nähern sie sich dem Monument durch einen schmalen Korridor. Auf beiden Seiten des Korridors stehen zwei Bahnen von Megalithen, die übereinander geschichtet sind. Die Verbindungen zwischen den Steinen befinden sich auf beiden Seiten auf exakt der gleichen Höhe und obenauf liegen flache Steinblöcke, ähnlich wie bei den berühmten Toren von Stonehenge. Was ich da sehe, sind Felsen, die auf natürliche Weise ineinander gefallen sind. Dabei können härtere zwischen weichere gefallen sein und so kann sich auf natürlichem Wege etwas gebildet haben, das wie eine Wand aussieht. Das erste, was man hinter dem Korridor vom Monument sieht, sind die Twin Towers genannten Megalithen. Dies ist für mich einer der vielen Hinweise, dass es sich um ein von Menschen geschaffenes Bauwerk handeln muss. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass natürliche Kräfte in der Lage waren, diese geradezu ordentlich geformten Steine Seite an Seite nur 10 cm voneinander getrennt aufzustellen. Ich habe viele vertikale Brüche entdeckt und nach und nach konnte ich mir vorstellen, wie diese schönen und gleichmäßigen Strukturen größtenteils durch natürliche Einwirkung entstanden sind. Am eigentlichen Monument erkennt Schoch die Spuren dieser Einwirkungen. Die einzelnen Lagen, die verschiedenen natürlichen Felsschichten, sie haben einen sauberen horizontalen Verlauf. Sie überkreuzen sich mit sauberen vertikalen Brüchen und Verbindungen. Und wenn sie verwittern und erodieren, nehmen sie schließlich treppenartige Formen an. Auf den ersten Blick sieht es wie absolut perfekt und sauber geschnittene horizontale und vertikale Linien aus. Aber wenn man ganz nah an die Ecken dran geht, dann erkennt man, dass da nichts geschnitten wurde, sondern dass Felsstücke abgerissen wurden, genau an ihren natürlichen Verwerfungen.
Und so diese ungewöhnlichen Formationen entstanden. Aufgrund seiner eigenen Untersuchungen stellt Professor Kimura diese Erosionstheorie jedoch in Frage. Vor dem Monument liegen keine Felsstücke. Wäre es durch natürliche Prozesse entstanden, dann hätten große Felsstücke herunterfallen und sich am Boden sammeln müssen. Dort, wo das Yonaguni-Monument liegt, gibt es besonders starke Strömungen und Kräfte, die die Felsen tatsächlich spalten können, die Stücke abreißen und sie wegspülen können. Auch natürliche Kräfte sind in der Lage, wunderschöne Formen zu bilden. Es muss nicht immer künstlich erstellt sein. Nach Schochs Meinung sind die rechten Winkel, die man auf Fotografien erkennt, irreführend. Können natürliche Kräfte solche rechtwinkligen Formen hervorbringen, die so sehr an Handwerk erinnern? Ich konnte die Felsen gar nicht sehen, weil sie mit Korallen, Schwämmen und Algen bedeckt sind. Und das hat nach meinem Urteil die Oberflächen begradigt. Wahrscheinlich ist die eigentliche Oberfläche rau und bröckelig und mit Zement überzogen, in diesem Fall natürlichem Zement, biologischen Organismen. So sieht es noch künstlicher aus, noch ebenmäßiger. Doch einige Formen an der Oberfläche des Monuments können für Kimura unmöglich durch Erosion oder Meeresablagerungen entstanden sein. Es gibt drei in einer Reihe liegende Löcher, alle mit einem Durchmesser von etwa 70 Zentimetern. Solche Formen können natürlich entstehen, wenn es einen festen Felskern gibt, der wie ein Block von einer weicheren Schale umgeben ist und dieser Block dann durch die Wasserkraft herausgerissen wird. So kann ein perfekt rundes Loch entstehen. Zwei der Löcher sind rund, aber das dritte hat eine sechseckige Form, die nicht natürlich entstanden sein kann. Ich glaube, in diesem Loch wurde ein Pfahl aufgestellt. Wir haben ein rechtwinkliges Loch gefunden, das in einen Felsen geschnitten wurde. Es mag ja sein, dass äußere rechtwinklige Formen wie Stufen durch natürliche Kräfte entstehen können, aber ein innerer rechter Winkel an einer geschützten Stelle ist nun wirklich sehr verwunderlich. Doch auch hier sieht Schoch die Natur am Werk. Ich habe mir diese Löcher während vieler verschiedener Tauchgänge genau angeschaut. Und ich konnte keine Anzeichen dafür entdecken, dass sie gemeißelt sein könnten. Ich glaube eher, dass es sich um natürliche, weichere Schichten handelt, in die Organismen eingedrungen sind. Sie breiten sich ziemlich gleichmäßig aus. Am Ende erhält man eine Reihe gleichmäßiger Löcher. Aber das kann man mit natürlichen Mitteln erklären. Auf der oberen Ebene des Monuments finden sich weitere Formen und Figuren, die wie gemeißelt aussehen. Ich meine das jetzt nicht abwertend, aber das ist ein bisschen so, als ob man sich Wolken am Himmel anschaut und darin Figuren entdeckt. Ginge es nur um einen einzelnen Bereich des Yonaguni-Monuments, wäre ich vielleicht überzeugt, es könnte natürlichen Ursprungs sein. Aber die Tatsache, dass es so viele Merkmale an ein und derselben Stelle gibt, macht es für mich höchst unwahrscheinlich, dass alle durch natürliche Einwirkung entstanden sind. So wie Hancock bereit ist anzuerkennen, dass einige Merkmale des Yonaguni-Monuments natürlichen Ursprungs sind, entdeckt Schoch umgekehrt auch einiges an Kunstfertigkeit. Es gibt ein paar Kleinigkeiten wie diese möglichen Einritzungen, auf die mich Professor Kimura aufmerksam gemacht hat, die künstlichen Ursprungs sein könnten. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass dieses Monument, auch wenn es natürlichen Ursprungs ist, von Frühkulturen sozusagen benutzt wurde. Es war genau das Gegenteil von dem, was wir herausfinden wollten. Aber bis jetzt haben wir keinen Hinweis darauf gefunden, der es uns erlaubt, weiter das zu glauben, was wir gerne glauben möchten. Nur weil es an Kultur erinnert, muss keine Kultur dahinter stehen. Im Juli 2000 bekam ein Expeditionsteam, das für diese Sendung zusammengestellt worden war, die Gelegenheit, die Yonaguni-Ruinen zu untersuchen. Sie sind die ersten, die einen neuen Bereich filmen, der die Bühne genannt wird. Wow, habe ich da wirklich etwas entdeckt, nur indem ich es gefilmt habe? Die Expedition nach Yonaguni für diese Dokumentation beginnt verhängnisvoll. Eine Taifunwarnung wird herausgegeben.
Herannahende Wolken und eine aufgewühlte See lassen nichts Gutes ahnen für das Team, das aus drei örtlichen Tauchern, darunter Aratake und den Unterwasserfilmern Gary und Cecilia Hagland besteht. Die Wetterbedingungen waren schlecht. Der Taifun zog heran. Aber die ganze Mannschaft war vor Ort und ich wollte, dass wir tauchen, solange es noch möglich war. Also sind wir trotz der hohen Wellen runtergegangen. Bei dem Wetterbericht haben wir gedacht, dass so schnell kein Tag mehr kommen würde, an dem wir tauchen könnten. Als wir an den Spot kamen, wurde uns mehr als klar, dass wir an diesem Tag nicht tauchen sollten. Die Strömung war so stark, als wir ins Wasser gingen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so eine starke Strömung geben könnte. Ich dachte, dass ich die Strömung dort schon kennen würde, aber das war wirklich ungeheuer. Der erste Tauchgang führt das Team zum Hauptmonument. Dort entstehen die meisten Bilder, die in dieser Dokumentation zu sehen sind. Die Strömung muss bei etwa 6 Knoten gelegen haben, was sehr stark ist. Dagegen kann man natürlich nicht anschwimmen. Das waren mit die extremsten Bedingungen, die ich in mehr als 20 Jahren als Taucher erlebt habe. Und dennoch ist die mysteriöse Schönheit für den Yonaguni-Neuling, den Fotografen Tom Holden, greifbar. Dieser Ort hat einfach solch eine Ausstrahlung, dass man spüren konnte, dass hier Menschen gelebt haben müssen. Die Bedingungen verschlechtern sich. Aratake gibt das Zeichen aufzutauchen. Die Rückkehr zur Küste ist ernüchternd. Die Gelegenheit, als Erste die neu entdeckte Bühne filmen zu können, muss verschoben werden. Am nächsten Morgen gibt sich Gary Hagland nachdenklich. Da unten zu tauchen, das ist wie ein Glücksspiel. Wie würfeln. Manchmal entdeckt man was, manchmal wünscht man sich, man wäre ganz woanders. Gestern haben wir uns, glaube ich, alle gewünscht, wir wären woanders. Doch am Nachmittag des folgenden Tages geschieht ein kleines Wunder. Der Taifun ändert unerwartet seinen Kurs. Der Himmel hält sich auf und das Wasser glitzert ruhig. Aratake glaubt den Grund dafür zu kennen. Ich glaube, es lag an unserem Respekt vor dem Monument. Das sind gute Menschen, die anderen. Und Gott weiß das. Während der Fahrt hat das Team zum ersten Mal einen klaren Blick auf die ungewöhnliche Küstenlinie der südwestlichsten Spitze Japans. Die Felsterrassen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Monument vor der Küste, aber es ist ein etwa 30 Meter hoher Felsen vor der Küste, der die Aufmerksamkeit fesselt. Er erinnert an die Tuffsteinköpfe auf den Osterinseln und bis heute wird darüber gestritten, ob er natürlichen oder menschlichen Ursprungs ist. Die Strömung beträgt jetzt weniger als 2 Knoten und das Wasser strahlt in klarem Blau. Die Sonne war herausgekommen, das Wasser war ruhig, die Sichtweite war großartig. Für jemanden mit einer Kamera ist das ein Traum. Die Kamera im Wasser dabei zu haben, bei diesen Bedingungen, da wo man sein wollte. Ich war total aufgeregt. Aratake führt das Team an eine Stelle, die etwa 800 Meter vom Hauptmonument entfernt liegt. Die Taucher nähern sich einem großen, geraden Objekt aus 2 Mauern, das die Bühne genannt wird. Die Bühne hat mich fast um meinen Verstand gebracht, weil ich wirklich gespürt habe, dass dort vor vielen, vielen Jahren Menschen gelebt haben müssen. Vielleicht war es ein Altar, vielleicht eine Bühne, ich weiß es nicht. Vielleicht hat da ein Thron gestanden, aber ich habe gespürt, dass dort vor langer, langer Zeit Menschen gewesen sein müssen. Ich war sehr dicht hinter Aratake, als er mir verschiedene Merkmale zeigte. Er hat auf seine Augen gedeutet und dann auf diese sauber ausgeschliffenen Stellen im Felsen. Ich dachte, er wollte mir sagen, schau dir das an, also bin ich näher gekommen mit der Kamera. Dann habe ich verstanden, er wollte sagen, das sind Augen. Aber ich war so nah, dass ich es nicht richtig sehen konnte. Also bin ich zurückgeschwommen und plötzlich war es einfach da. Ein perfekt gemeißeltes Gesicht an einer der Ecken der Bühne.
Für mich kann es gar keinen Zweifel geben, dass das Menschen gemacht haben. Es ist völlig unmöglich, dass das einfach nur so da ist. Wenn ich mir diese Gesichter anschaue, diese grübelnden Gesichter, dann denke ich weniger an Ägypten, sondern eher an das, was man in Mittelamerika finden kann, besonders an eine Gesteinskulturen der Maya. Und dann, etwas weiter an der Mauer, ein weiteres großes Bild. Es sah wie eine Art Kopfschmuck aus oder wie Flügel, die aus dem Gesicht wachsen und in den Felsen gemeißelt sind. Niemand, den ich kenne, hat bislang darauf hingewiesen. Für mich war das sehr aufregend. Wow, habe ich da wirklich etwas entdeckt? Für den Rest des Tages und am folgenden untersucht das Team den Bereich rund um die Bühne. Das Gebiet wird vermessen. Die Plattform ist 21 Meter breit und lang. Zum ersten Mal wird auch ein einzelner Stein fotografiert, der offenbar mit Absicht auf eine Säulenplatte gelegt wurde. Und Aratake entdeckt etwas, was er für die Statue einer Schildkröte hält. Außerdem finden sie Einritzungen in den Felsen, die einige für Schriftzeichen halten. Es sollte wirklich untersucht werden, denn da gibt es viel mehr, als die meisten wissen. Ich glaube, das stellt die Geschichtsschreibung wirklich auf den Kopf. Diese Erfahrung, die wir gemacht haben, war irgendwie nicht von dieser Welt. Es ist wohl das Außergewöhnlichste, was ich hier bei Aufnahmen erlebt habe. An der Küste von Yonaguni lüftet Aratake ein letztes Geheimnis. Wohlhabende Menschen haben über Jahre an diesen Grabstätten gearbeitet. Ich schätze mich glücklich, durch die ganze Welt gereist zu sein und viele wunderbare Orte kennengelernt und tolle Tauchgänge absolviert zu haben. Aber dieser war gewiss unvergesslich. Und ich kann nur hoffen, dass wir so viel Interesse geweckt haben, dass das Geheimnis vielleicht gelüftet wird. Die meisten Menschen, die hierher kommen, um die Ruinen zu sehen, sind zunächst skeptisch. Aber wenn sie sie dann tatsächlich sehen, sind 99% begeistert. Wenn sie mit dieser Begeisterung nach Hause zurückkehren, bin ich sehr glücklich, dass ich sie entdeckt habe. Nach der dreitägigen Untersuchung des Monuments kehrt das Produktionsteam zur Küste zurück. Mit Kiyohiro Aratake gehen sie noch einmal das Filmmaterial durch und betrachten begeistert die Aufnahmen der neu entdeckten Bilder von der Bühne. Dr. Kimura möchte alles wissen, von jedem von euch. Ich hatte die Ehre, mit einem großartigen Team zu tauchen, und wir haben zwei neue Sachen entdeckt. Ich werde Dr. Kimura sofort davon berichten. Schließlich führt Aratake das Team auf einer windigen Anhebung oberhalb des Yonaguni-Monuments zu einem der ältesten Friedhöfe der Insel. Das Alter der Grabstätten ist nicht bekannt, aber es gibt auffallende Ähnlichkeiten mit dem versunkenen Monument, 800 Meter vor der Küste. Es muss einen Zusammenhang zwischen den Grabstätten und dem Monument geben. Es gibt tatsächlich einige Grabstätten auf Yonaguni, die anders, ein bisschen anders sind als herkömmliche Gräber auf Okinawa. Sie sind aus Grundgestein gemeißelt. Und tatsächlich gibt es, wenn man das so sagen kann, stilistische Ähnlichkeiten mit den versunkenen Felsen. Doch auch wenn das Yonaguni-Monument natürlichen Ursprungs ist, kann man vernünftigerweise annehmen, dass die damaligen Menschen es betrachtet und benutzt haben, dass sie drumherum gegangen sind und es bewundert haben und dass sie es in gewisser Weise kopiert haben. Handelt es sich beim Yonaguni-Monument um eine natürliche Felsformation, die allenfalls die frühen Inselbewohner inspiriert hat? Oder ist es das älteste Bauwerk der Menschheit, das Werk einer legendären urzeitlichen Zivilisation? Derzeit gibt es nur gelehrte Spekulationen. Um die Bedeutung dieses mysteriösen Ortes wirklich einschätzen zu können, bedarf es ausführlicher Untersuchungen durch anerkannte Wissenschaftler. Eine solche Untersuchung ist derzeit nicht geplant. Die Tatsache, dass es vor der Küste Japans eine Reihe von versunkenen, ungewöhnlichen Gesteinsformationen gibt
Und die Tatsache, dass nur ganz wenige Akademiker bereit sind, sich auch nur eine Minute damit zu beschäftigen, halte ich für einen großen Fehler der heutigen Wissenschaftswelt. In Japan gibt es nur wenige Archäologen, die tauchen und das Monument eigenhändig untersuchen können. Diese Wissenschaftler können es nicht selbst sehen und sind darauf angewiesen, Schlussfolgerungen auf Basis ihrer Vorstellungskraft zu ziehen. Kämen Sie hierher und könnten mit uns tauchen und diskutieren, dann würden meine Ansichten über Yonaguni sicher positiv aufgenommen. Da bin ich mir ganz sicher. Die Zeit wird über die wahre Bedeutung, die wahre Größe dieser Entdeckung entscheiden. Aber ich bin überzeugt, dass dieses Monument und die anderen Formationen vor Yonaguni mit den Jahren und weiteren Entdeckungen unsere Sicht der Weltgeschichte verändern werden. Wenn ich plötzlich erfahren sollte und es gute Bilder und überzeugende Beweise gäbe, dass Aratake und Professor Kimura so etwas wie eine Inschrift oder Verzierungen entdeckt haben, die ohne jeden Zweifel menschengemacht sind, dann fände ich das ganz großartig. Sie hätten meinen Beifall und ich würde die erste Maschine nehmen, um es selbst sehen zu können.